Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Strixel, und heute will ich euch ein paar Map-Tipps zu D-Cache bringen, beziehungsweise erklären, und will euch einfach mal so die wichtigsten Positionen und die wichtigsten Smokes, beziehungsweise Molotows erklären, ja? Und wir arbeiten uns von A über Mitte nach B, ja, das sind, ich sag mal, die Hauptpositionen, ja, wir haben zwei Bombenspots und die Mittelposition. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem A-Spot an. Ja? Standardmäßig in der höheren Elo, beziehungsweise auf dem höheren Rang, wäre zum Beispiel Up Supreme, Global. Ja, oder Faceit, Ezea, ziemlich weit oben. Spielt man den Standardaufbau auf Cache 1-2-2. Bedeutet, ein Spieler auf A, zwei in der Mitte und zwei auf B. Ja? So, wenn wir jetzt der A-Spieler sind, gibt es zwei Dinge, die wir auf jeden Fall tun müssen bei diesem Aufbau. Wir müssen auf jeden Fall eine safe Position haben. Ja, also jetzt nicht zum Beispiel hier offen. Ja, oder in die Main rein pushen. Am Anfang der Runde natürlich. Und was natürlich auch ziemlich gefährlich sein kann, ist, wenn wir von der Yellow-Position ausspielen. Ja, klar, wir haben zwar Cover von der Box hier. Oder hier vom Gabelstapler, ist trotzdem ziemlich gefährlich, da schnell gefragt zu werden, geholt zu werden. Von daher ist es natürlich eine sichere natürlich ist es sicherer, zum Beispiel vom A-Spot zu spielen oder von der Quadbox oder NBK. Wobei man da natürlich aufpassen muss, jetzt gerade hier an der Quadbox oder NBK, da kommt auch gerne mal gegen eine Buyround ein Molotow oder ähnliches. Deswegen ist NBK wirklich auch schon eine ziemlich gefährliche Position. Wenn natürlich kein Molotow kommt, kann die natürlich auch wirklich ausschlaggebend sein und wir können locker mal ein bis zwei Frags ziehen, ohne dass wir sterben. So, ja, das zum Aufbau, ja. Ich empfehle natürlich immer hier so an der Quadbox zu spielen, ja, von der Seite zum Beispiel mit der Awe oder mit der M4, ja, oder so zu pieken. Was man natürlich auch machen kann, ist, dass man sich hier an dieses weiße Brett stellt und einfach hochspringt. Ja, an das weiße Brett laufen. Ja, kurz davor abspringen. Dann sliden wir ein kleines Stück hoch und können über das weiße Brett rüber gucken und sehen die Main. Da wir die Tür, wenn sie aufgeht, sowieso hören. So, Granaten bezüglich A-Spot, als wenn man es alleine spielt. Ja, ist natürlich sehr sinnvoll, sich eine Main Smoke zu legen, die ich euch natürlich in einem anderen Video auch zeige, wie man sie von verschiedenen Positionen wirft. Manche werfen sie hier von der Kante aus, manche können sie auch aus dem Laufen werfen. Ich laufe aber jetzt einfach hin, leg die mal, ja, dass wir am Anfang der Runde uns hier eine Smoke hinlegen. Ja, also ich sage jetzt mal so an diesem Punkt hier, in diesem Bereich. Ja, also von hier bis hier. Ja, wenn man sie nämlich hier davor legt, ist nicht gut, weil dann die Ts so raus können, ohne dass wir sie sehen. Oder natürlich auch rechts hin hier auf die Box. Und ohne dass wir es überhaupt wissen. Ja, ist natürlich schlecht. Deswegen legen wir sie lieber ein bisschen weiter rein. So. Und wir sehen, wenn ein oder zwei Ts vielleicht rauslaufen wollen. Ja. Kann man am Anfang der Runde werfen. Was man natürlich auch machen kann, man kann sich auf seinen Mate verlassen, der am Highway spielt. Der hört die Ts, wenn sie durch die Main rennen. Also hier diesen Eingang, den hört er. Ja, wenn die hier reinlaufen. Hört man. Trotzdem empfehle ich am Anfang der Runde, einfach da erstmal eine Smoke zu legen. Allein schon, um einen Rush zum Beispiel ein bisschen rauszuzögern. So. Sollte ein Rush natürlich kommen, kann man natürlich von der S-Bot-Seite sich auf den Spot zurückziehen. Ja, hat hier eine sichere Position, da meistens die Ts hier eine Smoke legen. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine safe Position und können erstmal versuchen, von hier zu spielen. Ja, und können es trotzdem hier dahinter zurückziehen. Da bei einem Go sowieso mindestens ein CT schon hier hochgeschoben hat. Ja, und dann natürlich, um noch ein bisschen Zeit rauszuholen, kann man sich so hier hinstellen und dann so eine Flash noch werfen. Und kann dann, wenn man möchte, nochmal rumziehen. Ja, natürlich sollte man die Tür auch nie vergessen. So, dann kommen wir zur Mitteposition. Was ich kurz erwähnen will, in diesem Video beziehe ich mich nur auf die CT-Seite. Ja, nicht auf die T-Seite. Die T-Seite ist natürlich nochmal ein anderes Video, weil das jetzt einfach
viel zu lang wird. Ja, das wird dann locker mal 15, 20 Minuten, wenn nicht sogar länger, wenn wir beide Seiten machen. Deswegen mache ich es in zwei verschiedenen Videos. So könnt ihr euch natürlich aussuchen, wollt jetzt eher die CT-Seite nochmal sehen oder die T-Seite. Gut, kommen wir zur CT-Seite Mitte. Ja, Mitte ist wirklich die Schlüsselposition auf Cash. Ja, die Ts haben einfach so viele Möglichkeiten. Ja, sie können über die Main gehen, sie können über Highway gehen, durch den Vent auf B, hier durch den Connector auf B. Ja, deswegen ist das wirklich die wichtigste Position. Und sie alleine zu decken, die Mitte, ist, ich will nicht sagen unmöglich, aber ziemlich, ziemlich schwer. Ja, klar, wir haben am Anfang der Runde hier unsere Garagensmoke. Ja, die normalerweise noch ein Stück weiter drin liegt. Und wir können uns dann erstmal auf den Boost konzentrieren. Ist aber das Problem, dass die Ts trotzdem gerne mal durch die Smokes rausgehen, ja. Dann kommt von den Ts zum Beispiel eine Smoke hier hin. So. Ja, wir sehen zwar den Boost, aber wir sehen nicht, ob jemand an den Vent geht. Deswegen hat man meistens noch einen zweiten Spieler an der Highway-Position, der sich dann nur auf die Garage fixiert. Ja, natürlich kann man den Boost auch von Sandbags decken. Oder wir haben einen CT-Spieler, der hier unten an der Close spielt. Close an der Garage. Oder Close am Boost. Ja, dann hat man wirklich, wenn man hier so Close die Position einnimmt, hat man natürlich Cover von seinem Mate, der im Connector drin steht, zum Boost hin. Das heißt, wir können uns wirklich hier auf die Garage fixieren. Andersrum wäre es natürlich so. Da würden wir uns so hinstellen und unser Mate gibt uns Cover unten auf die Garage, während wir hier aus dem Vent, entweder aus dem Vent oder vor dem Vent, uns auf den Boost konzentrieren. Ja, und da sind natürlich die wichtigsten Smoke, wie ich eben schon mal gesagt habe, hier die Garage. Und am Anfang der Runde kann man natürlich, um das schnelle Spielen rauszuzögern, einen Molotov auf den Boost werfen. Zögert Zeit raus, dass zum Beispiel die Mitteposition oder die Highway-Position erstmal hier die Main hören kann. Ja. Und kann sich aber dann trotzdem noch an eine Close-Position an der Garage stellen. Von daher sollte man da immer versuchen, mit zwei Spielern zu spielen. Da der Highway-Spieler auch nicht so schnell gekillt bzw. gefackt wird, wie der Connector-Spieler oder an den Sandbags, da er halt viel Cover hat. Ja, er zählt hier die Garage rein. Ah, okay, da ist was. Ich ziehe mich einfach ein Stück zurück. Ja, dann haben wir natürlich unsere Cover von vom A-Spieler auf Main. Müssen natürlich aber auch die Tür im Auge behalten und können uns so zurückziehen. Das heißt, er hat es leichter im Endeffekt, sich zu verstecken, wegzulaufen und neue Positionen zu suchen, wie der Connector-Spieler. Der Connector-Spieler kann halt wirklich nur so zurück, hat aber dann gar keinen Fokus mehr auf Mitte. Von daher ist der Highway-Spieler auch dann der Verschieber, ja. Wenn natürlich jetzt ein Argo angesagt wird, hat der Connector-Spieler zielt weiter die Mitte ab und der Highway-Spieler kann die hochschieben. Ja, kann dann die Tür abdecken, kann hier an Yellow gucken, kann hier oben auf den Heaven gehen, kann davon die Tür ausdecken. So Position. Gut, eine Sache würde ich gerne noch zum A-Spot erwähnen. Ja, man kann sich hier hochboosten, ja, mit einem zweiten Spieler. Und so kann der A-Spieler auch ziemlich def stehen, ja. Kann dann ein bis zwei Fracks ziehen, muss aber dann natürlich seine Mate schon als Cover haben. Ja, der dritte spätestens wird hier oben checken, dann wahrscheinlich den Boost-Spieler holen. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Oder, wenn man natürlich sagt, gut, wir lassen die Mitte nur mit einem Spieler, kann man hier auch einen Boost spielen, ja. Ein Spieler stellt sich hier hin, der andere springt oben drauf, dann hat er ungefähr, ja, wie wenn man jetzt dran springt, kann er drüber gucken und kann sich dann auch leicht zurückziehen. Gut, kommen wir zum B-Spot. Ja, B-Spot auch wichtige Position in dem Sinne für die CTs. Einfach, weil man die sowieso mit zwei Mann spielt und man hier viel Freiraum hat. Ja, man hat viele kleine Ecken, wo man sich hinsetzen kann als CT. Beispielsweise die Headshot-Position. Ja, hier onside. Kann hier drüber schauen. Man kann sich hier hinter die Kiste stellen, kann sich nur auf den Windsprung konzentrieren. Oder man versucht natürlich hier close zu spielen und da dann nochmal ein bis zwei Fracks zu machen. Im Endeffekt hat man mindestens einen Spieler auf dem Spot. Ja, der zweite Spieler kann dann zum Beispiel CT stehen oder oben am Heaven. Das kann man sich dann in dem Sinne aussuchen. Und man hat halt trotzdem sichere Positionen. Und eine der wichtigsten Smokes, oder wenn nicht sogar die wichtigste, ist hier der Durchgang. Ja, so. Weil die Ts sich einfach durchgehen können, ohne dass sie euch sehen. Also sie können durchgehen, aber sie sehen euch nicht. Das heißt, man könnte hier
an der Eingangskante spielen, an der Türkante, ja, und kannst dann hier rüber in die Sicherheit erstmal zurückziehen, ja, und zielt dann nur noch hier ab. Oder man stellt sich hier hin, zielt von hier aus aggressiv rein oder hier in eine bisschen sicherere Position und zielt so rein. Und von daher sollte man natürlich immer versuchen, hier einen Molotow zu haben oder eine Smoke-Granate. Wenn man natürlich als B-Spieler, der on spot steht, nach Steps hört, kann man natürlich auch dann hier nochmal einen Molotow durchwerfen. Ja, dann kann man da natürlich auch nochmal Zeit rausschlagen. Und welche Position eine der besten ist, gibt es eigentlich gar nicht. Ja? Es kommt immer situationsbedingt an. Wenn man zum Beispiel jetzt weiß, gut, die Gegner werden wahrscheinlich einen Force Buy haben, das heißt Tech 9 mit Armor und vielleicht ein, zwei Flashes, sollte man versuchen, nicht gerade hier close zu stehen. Einfach aus dem Grund, man holt maximal zwei Frags. Ja. Wenn die Ausnahmen und die T sind natürlich wirklich nicht gut, dann kann man noch drei bis vier machen, natürlich. Aber normalerweise holt man maximal zwei Frags und der dritte holt einen dann. Von daher sollte man dann versuchen, lieber ein bisschen hier von der Headshot-Position oder vom CT aus zu spielen, einfach weil man dann mehr Rückzugsmöglichkeiten hat, dass die Teamkameraden verschieben können. Und trotzdem erwähne ich es gerne nochmal, die Schlüsselposition auf die Cache ist einfach die Mitte. Da den meisten Fokus drauf haben, ja, mit zwei Spielern. Man kann natürlich auch das nochmal mit drei Mann spielen, ja, indem man sagt, pass auf dem Baseball, wir smoken hier ab und boosten uns dann hier in Vent. Ja, ein Spieler setzt sich hin, der zweite spielt oben drauf und kann rein. Ja, dann hat man im Endeffekt einen Spieler hier und vielleicht einen an Highway und einen an Connector. Man kann zwar hier Mitte zielen und wenn man halt B gecallt bekommt oder man hört die Stats, kann man dann sagen, gut, ich ziehe hier ein bisschen mit, ja. Und im Endeffekt hat man dann gute Rotations, beziehungsweise gut, dann kann Connector zum Beispiel auch schon verschieben. Wir haben trotzdem immer noch unseren Highway-Spieler. Man kann sich dann hier zurückziehen, wenn man weiß, die Mitte ist sauber und hat trotzdem dann schon drei Mann ziemlich schnell auf B. Von daher das nie vergessen. Einfach immer ein bisschen mehr Fokus auf die Mitte legen. Granaten habe ich euch, sage ich mal, wirklich die aller wichtigsten erklärt. Zu der CT-Seite, wie ihr die werft, ohne vielleicht direkt von der AWP abgezielt zu werden oder ähnliches, seht ihr natürlich in unseren Kurzvideos. Zu den Granaten, zu DE Cache, verlinke ich euch natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung und auf unserer Seite. Ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt schon mal ein paar Tipps geben zu DE Cache, zu der CT-Seite. Und natürlich haue ich euch den Link für die T-Seite auch in die Videobeschreibung. Das heißt, ihr könnt da direkt dann auch nochmal die wichtigsten T-Sachen sehen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bin's, euer Srixel. Macht's gut und ciao.